Monsieur Jacques Rouet, die Angelegenheit ist dringlich. Vor 3 Monaten wurde das Konzil zu Konstanz einberufen. Die Machtposition seiner Heiligkeit Benedikt ist in Gefahr. König Sigismund hat Kardinäle aus allen Nationen um sich geschart. Dem Konflikt der 3 Päpste in seinem Reich soll ein Ende bereitet werden. 3 Päpste sind 2 zu viel. Papst Johannes ist in der Stadt und versucht, das Volk samt Kardinäle für sich zu gewinnen. Auch wenn er zusammen mit dem König das Konzil eingeleitet hat, kann man ihm nicht trauen. Wir müssen achtsam sein. Von Papst Gregor scheint keine Gefahr auszugehen. Bis heute weigert er sich, Rom zu verlassen. Seine Heiligkeit Papst Benedikt hält Stellung zu Avignon. Er wird nicht zu Konstanz sein, denn er sieht seine Zeit noch nicht gekommen, sein heiliges Amt abzulegen. Das Geschehen muss jedoch im Auge behalten werden. Das wird deine Aufgabe sein. Wenn du deine Sache gut machst, wirst du reich entlohnt. Ich erwarte dich im Gasthaus zum Lindwurm. Erwartet ihr mich? Lass mich in Ruhe. Das Bier schmeckt wie Gift und Galle. Gift. Das Gift galt Papst Johannes. Hätte mein Vater doch nur nicht als ein Vorkoster gearbeitet. Jetzt ist er tot. Du bist spät. Setz dich. Du wirst Papst Johannes im Auge behalten. Die Kardinäle fangen an, mit ihm zu sympathisieren. Bis jetzt wissen wir nicht, was er vorhat, um sein Amt zu halten, aber das werden wir zu verhindern wissen. Ich habe dafür gesorgt, dass bei Papst Johannes eine Stelle als Vorkoster frei wurde. Du wirst ihm näher sein, als ihm lieb ist, und seine Suppe ordentlich versalzen. Aber nimm dich in Acht. Er stammt aus einer Seeräuberfamilie und ist skrupellos. Wer ihm im Weg steht, wird beseitigt. Bedenke, zu Konstanz ist nicht das erste Konzil. Bereits zu Pisa wurde über die Papstfrage gestritten und Papst Alexander starb darauf unter mysteriösen Umständen. Dann wurde Papst Johannes sein Nachfolger. Du verstehst? Gut, das genügt. Komm, setz dich. Du bist doch der neue Vorkoster. Bloß wie lange noch? Wie meinst du das? Hast du es noch nicht gehört? Die Kardinäle wollen seine Heiligkeit Johannes absetzen. Heiligkeit, dass ich nicht lache. Psst, willst du wohl dein dreckiges Mundwerk halten? Geht wieder an die Arbeit! Die Kardinäle wollen Papst Johannes absetzen? Ich dachte, sie sympathisieren mit ihm. Das kann ja sein. Aber eins sage ich dir. Keiner von dem Oberen dient nur einem Herrn. Hier geht es nur um Ruhm und Macht. Vielleicht wollen ihn sogar einige absetzen, schmeicheln sich vorher bei ihm ein, um ihn zu entlarven und dann hauen sie ihn in die Pfanne. In diesen Kutten steckt doch kein Funke Heiligkeit. Aber der König, weiß er dies nicht? Das Konzil war sein Anliegen, Reform an Haupt und Gliedern. Er muss doch verhindern, dass die Kirchenmänner ein falsches Spiel spielen. Ach, der König. Vielleicht sieht er gar nicht, was gespielt wird, weil er selbst dazu gehört. Fett wie ein gemästetes Schwein rührt er doch keinen Finger. Aber wird er nicht Schutzherr der Kirche genannt? Und dass er Frieden ins Land bringen möchte? Natürlich will er Frieden in seinem Reich. Verstehst du nicht? Wenn er etwas schützt, dann zuerst seine Macht. Aber was nützt es? An die Arbeit. Wo ist seine Heiligkeit? Ich muss ihn sprechen. Was habt ihr mir zu berichten? Die Kardinäle entscheiden in den nächsten Stunden über euer Amt. Es sieht nicht gut aus. Was ist euer Rat? Ihr würdet gut damit tun, freiwillig abzudanken, zum Schein. Und dann verlasst unauffällig die Stadt. Wie vereinbart hat Herzog Friedrich von Österreich alle Vorkehrungen für die Flucht getroffen, so dass ihr euer Amt andernorts weiterführen könnt. Das muss er sofort erfahren! Oh,
Lasst ihn in Ruhe. Euch schickt der Himmel. Seid ihr wohlauf? Je m'appelle Jacques Rouet. Otto Colonna, kommt ihr allein zurecht? Ja, danke. Oh, mein Kopf. Heimlich davon gemacht hat er sich. Und warum hat er dann vorher noch abgedankt? Das hat er von langer Hand geplant, der linke Hund. Von wegen Abdankung. Ich glaub ihm kein Wort. Er ist weg. Merde. Verlier nicht aus den Augen, wenn dir dein Leben lieb ist. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Du, einer von Johannesleuten. Wo ist jetzt dein falscher Papst? Hä? Willst du kommen und berichten, was die ganze Stadt schon weiß? Du hast versagt und seiner heuchlerischen Abdankung geglaubt. Ich kann nichts dafür. Ich wurde überfallen. Halt den Mund. Du weißt, was mit Versagern geschieht. Ich werde euch nicht noch einmal enttäuschen. Seine Heiligkeit, Papst Benedikt, wird alleiniger Papst sein. Man wird Papst Johannes finden. Es wird schon nach ihm gesucht. Und ich werde die Pläne der Kardinäle durchkreuzen, wenn sie nicht unserem heiligen Vater dienen. Die Geduld unseres Papstes ist begrenzt. Und ich will die blinkenden Taler in den Händen halten. Du wirst es nicht noch einmal aufs Spiel setzen. Geh mir aus den Augen. Na du, Lust? Meine Hüften sind heißer als das Fegefeuer. Das weiß sogar der König. Papst Gregor hat endlich freiwillig abgedankt. Hättest du das gedacht? Zunächst nicht, so stur wie er war. Aber bei solch einer Entschädigung... Deine Aufmerksamkeit gilt wohl nicht nur mir. Hast du das nötige Kleingeld, kann ich dir sicher mit der ein oder anderen Information dienen. Ich kenne sie alle. Und wenn sie ihren Verstand ausschalten, geht ihnen der Mund über. Du gefällst mir. Kommst du wieder? Du warst mir dienlich. Wir werden sehen. Im Namen des Konzils verkündige ich dem Volke zu Konstanz. Am heutigen Tage, dem 26. Juli 1417, wurde seine Heiligkeit zu Avignon, Papst Benedikt der 13. seines Amtes enthoben und mit dem Fluch des Vergessens belegt. Wer fortan seinen Namen auch nur erwähnt, wird hart bestraft. Merde! Am heutigen Tage, dem 8. November 1417, verkündige ich dem Volke zu Konstanz die künftigen Kandidaten zur Papstwahl. Deutschland: Conradus de Susacco. Italien: Otto Colonna.
Frankreich. Dann weiß ich ja jetzt schon, wer es wird. Rio in Rot. Die ganze Stadt ist doch voller Spanien, Italiener. Philippus an Stimmen wird es also nicht fehlen. England. Ricardus Otto Colonna? Baldiger Papst? Mir verdankt er sein Leben. Er ist mir noch etwas schuldig. Werden in den folgenden 3 Tagen die Wahl durchführen. Habemus Papam! Otto Colonna regiert von nun an als Papst Martin V. Mit ihm ist die Einheit der Kirche wiederhergestellt.